Dann Herr Seibert, bitte mit dem Bericht aus dem Kabinett. Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Ich habe Ihnen jetzt aus einer Kabinettssitzung zu berichten, wie es sie in der Geschichte der Bundesrepublik wohl noch nicht gegeben hat. Und einer Kabinettssitzung, die wiederum der Anfang einer Gesetzgebungswoche in Bundestag und Bundesrat ist, wie es sie wohl auch so noch nicht gab. Alles steht unter der Überschrift, die Bundesregierung tut alles in ihrer Kraft Stehende, um die Corona-Krise zu meistern und um unser Land gut durch diese schwierige Zeit zu steuern. Heute war das Kabinett im Wesentlichen beschäftigt mit wirtschaftlichen und sozialen Aspekten der Epidemie. Es ist ja so, dass die erzwungenen Einschränkungen, unter denen wir jetzt zurzeit alle leben, schon zu enormen Belastungen für die Wirtschaft führen und auch zu tiefer Verunsicherung bei vielen Menschen. Und das führt mich eben zu den Beschlüssen des Kabinetts, denn die sollen da gegensteuern. Die Bundesregierung nimmt so viel Geld wie noch nie in die Hand, um unsere Wirtschaft zu stabilisieren und Arbeitsplätze zu schützen. Dabei nutzen wir unsere Erfahrungen aus der Bewältigung der Finanzkrise. Wir haben uns alle zusammen in den letzten Jahren den fiskalischen Spielraum erarbeitet, um jetzt mit voller Kraft gegenhalten zu können, um Unternehmen, Arbeitsplätze, aber eben auch sozialen Zusammenhalt zu sichern. Es gibt einerseits großen Bedarf an unbürokratischer Soforthilfe und es gibt den gleichen Bedarf für langfristig wirkende Maßnahmen. Alle Beteiligten brauchen Planungssicherheit. Das Bundeskabinett hat heute auf diese sehr verschiedenen enormen Herausforderungen reagiert und hat in den letzten Tagen wirklich in allen Ministerien mit hoher Geschwindigkeit passgenaue Antworten beschlossen. Die Bundeskanzlerin hat in der von ihr, wie Sie ja wissen, telefonisch zugeschaltet geleiteten Kabinettssitzung als allererstes mal allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in den Ministerien, in den Behörden herzlich für ihren wirklich riesigen Einsatz in den letzten Tagen gedankt. Ich will einmal noch zitieren aus der Fernsehansprache von der vergangenen Woche. Für die Wirtschaft, sagte die Bundeskanzlerin, die großen Unternehmen, genau wie die kleinen Betriebe, für Geschäfte, Restaurants, Freiberufler, ist es jetzt schon schwer. Die nächsten Wochen werden noch schwerer. Ich versichere Ihnen, die Bundesregierung tut alles, was sie kann, um die wirtschaftlichen Auswirkungen abzufedern und vor allem um Arbeitsplätze zu bewahren. Die Beschlüsse von heute, die ich Ihnen gleich vortrage, zeigen, wie ernst die Bundesregierung diese Aussage, dieses Versprechen nimmt. Ich werde mich versuchen, einigermaßen kurz zu halten, denn von dem Wirtschafts- und dem Finanzminister ist Ihnen ja hier schon ein ganz großer Teil der Beschlüsse auch wirklich schon vorgestellt worden. Deswegen mache ich es relativ kurz. Der erste Punkt, der beschlossen wurde, ist der Nachtragshaushalt zum Bundeshaushalt für das Jahr 2020. Ein Nachtragshaushalt, mit dem die Bundesregierung 122,5 Milliarden Euro für zusätzliche Maßnahmen einplant. Zur Finanzierung der enormen Belastungen müssen Kredite in Höhe von 156 Milliarden Euro aufgenommen werden. Damit überschreiten wir die Obergrenze der Schuldenregel deutlich. Die Bundesregierung ist überzeugt, es handelt sich hier um eine außergewöhnliche Notsituation, die diese Überschreitung erforderlich macht. Ob die Voraussetzungen dafür vorliegen, das entscheidet der Deutsche Bundestag mit der Mehrheit seiner Mitglieder. Dann ging es im Kabinett um die Errichtung eines Wirtschaftsstabilisierungsfonds per Gesetz. Dieses nötige Gesetz wird dann durch die Koalitionsfraktionen in den Bundestag eingebracht. Ziel dieses Fonds ist es, unsere Volkswirtschaft zu stabilisieren, Arbeitsplätze zu sichern. Er ergänzt die verschiedenen Sonderprogramme der KfW, die geplant sind. Folgende Instrumente enthält dieser Wirtschaftsstabilisierungsfonds: einen Garantierahmen von 400 Milliarden Euro. Der soll Unternehmen dabei helfen, sich am Kapitalmarkt zu refinanzieren. Der Fonds enthält eine Kreditermächtigung über 100 Milliarden Euro zur Kapitalstärkung, Rekapitalisierung von Unternehmen. Er enthält eine weitere Kreditermächtigung über 100 Milliarden Euro zur Refinanzierung dieser KfW-Sonderprogramme, die ich schon erwähnte. Er soll Liquidität von Unternehmen in der Realwirtschaft gewährleisten, Unternehmen, die vor der Corona-Pandemie gesund und wettbewerbsfähig waren und bei denen jetzt infolge der Pandemie eben Arbeitsplätze, Wertschöpfung verloren zu gehen drohen. Insgesamt geht es darum, das Vertrauen der Marktteilnehmer in der Finanz- wie in der Realwirtschaft zu erhalten und die damit
und damit die jetzt schon bestehenden oder die noch zu erwartenden Verwerfungen an den Märkten aufzuhalten. Die Justizministerin hat dann ein Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Zivil-, im Insolvenz- und im Strafverfahrensrecht vorgestellt. Auch das ist eine Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen. Da geht es konkret um Folgendes. Einmal die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht. Wir wollen Unternehmen schützen, die jetzt infolge der Corona-Epidemie in eine finanzielle Schieflage geraten. Die Insolvenzantragspflicht soll bis zum 30. September dieses Jahres ausgesetzt werden. Außerdem schaffen wir Anreize, den betroffenen Unternehmen neue Liquidität zuzuführen und die Geschäftsbeziehungen zu diesen Unternehmen aufrechtzuerhalten. Das Recht der Gläubiger, die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zu beantragen, wird in einem dreimonatigen Übergangszeitraum eingeschränkt. Wir wollen mit einer größeren Flexibilität für Strafprozesse während der Corona-Epidemie verhindern, dass strafgerichtliche Hauptverhandlungen neu begonnen werden müssen, weil sie jetzt möglicherweise zu lange unterbrochen werden. Da gibt es Veränderungen bei Strafprozessen. Dann geht es um Erleichterungen in den Bereichen des Gesellschaftsrechts, des Genossenschafts-, des Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht. Und, das will ich jetzt etwas ausführlicher noch vortragen, weil das enorm viele Mieter natürlich beruhigen wird, das Recht der Vermieter zur Kündigung von Mietverhältnissen über Grundstücke oder über Räume wird eingeschränkt. Das gilt sowohl für Wohn- als auch für Gewerbemietverträge. Das heißt, Vermieter können wegen Mietschulden aus einem bestimmten Zeitraum das Mietverhältnis nicht kündigen, wenn diese Mietschulden auf den Auswirkungen der Pandemie beruhen. Es bleibt dabei, dass die Verpflichtung der Mieter zur Zahlung der Miete intakt ist. Aber das Kündigungsrecht ist eben jetzt eingeschränkt. Und das Ganze, was ich Ihnen vorgetragen habe, gilt auch für Pachtverhältnisse. Dann gab es zwei Gesetzpakete, die sich mit der Situation von Kleinstunternehmern und sogenannten Solo-Selbstständigen befassten. Das eine zielt auf die soziale Absicherung, das andere auf die wirtschaftliche Absicherung. Fangen wir mal mit der sozialen Absicherung an. Selbstständige, also vor allem in diesem Fall Kleinunternehmer und sogenannte Solo-Selbstständige, sollen unbürokratisch und in einem vereinfachten Verfahren schnell die Grundsicherung für Arbeitssuchende erhalten können. Dazu werden unter anderem die Vermögensprüfungen weitgehend ausgesetzt. Dafür werden die tatsächlichen Aufwendungen, die sie für die Miete haben, als angemessen anerkannt. Da auch ältere und erwerbsgeminderte Menschen erhebliche Einkommenseinbußen treffen können, gelten die Maßnahmen des SGB II auch im SGB XII. Das Gesetz stellt damit sicher, dass in allen Existenzsicherungssystemen ein vergleichbarer Schutz besteht. Das sind Regelungen, die zunächst bis zum 30. Juni 2020 gelten, bei Bedarf bis zum 31. Dezember verlängert werden können. Darüber hinaus ist geplant, für Familien, die in diesem ablaufenden Bewilligungszeitraum den höchstmöglichen Gesamtkinderzuschlag bezogen haben, soll es ohne erneute Einkommensprüfung eine einmalige Verlängerung des Kinderzuschlags um 6 Monate geben. Die Leistungen können so also ohne Unterbrechung gewährt werden. Das soll für den 1. April bis 30. September gelten. Außerdem erhalten Familien, die durch diese Corona-Krise jetzt Einkommenseinbrüche haben, einen neuen Zugang zum Kinderzuschlag. Es wird nicht mehr wie bisher das Einkommen aus den vergangenen 6 Monaten geprüft, sondern nur noch das Einkommen des vergangenen Monats. Und außerdem werden für einen befristeten Zeitraum Vermögen dabei nun nicht mehr berücksichtigt. Um für ausreichend Arbeitskräfte in systemrelevanten Bereichen wie dem Gesundheitssystem oder genauso systemrelevant die Landwirtschaft zu sorgen, sollen für Bezieher von Kurzarbeitergeld Anreize geschaffen werden, dass sie hier in ihrer arbeitsfreien Zeit freiwillig unterstützen. Die Zeitgrenzen für die Saisonarbeit weiten wir auf 5 Monate aus. Das ist vor allem wichtig für die Landwirtschaft. Wir schaffen die Möglichkeit, in außergewöhnlichen Notfällen mit bundesweiten Auswirkungen bundeseinheitliche Ausnahmen vom Arbeitszeitgesetz zu erlassen. Wir erleichtern Rentner
die Weiterarbeit oder die Wiederaufnahme einer Beschäftigung, die jährliche Hinzuverdienstgrenze, die jetzt bei 6.300 Euro liegt, wird auf 44.590 Euro angehoben. Das ist befristet bis zum 31. Dezember. So, jetzt kommen wir, immer noch sind wir geistig bei den Kleinstunternehmern und Soloselbstständigen und kommen jetzt zu den Möglichkeiten, die die Bundesregierung ergreift, ihnen wirtschaftlich zu helfen. Denn es ist so, dass die Krise gerade diese Gruppe besonders hart trifft. Es geht jetzt hier um Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten, für die ein Bundesprogramm schnell und unbürokratisch Hilfe leisten soll. Unternehmen mit bis zu 5 Beschäftigten erhalten einen einmaligen Zuschuss bis zu 9.000 Euro für 3 Monate. Unternehmen mit bis zu 10 Mitarbeitern erhalten einen einmaligen Zuschuss bis zu 15.000 Euro für 3 Monate. Das ist, glaube ich, das Wichtigste aus diesem Bereich. Dann hat der Bundesgesundheitsminister Veränderungen im Infektionsschutzgesetz vorgelegt. Das Infektionsschutzgesetz, von dem wir alle in den letzten Wochen sehr viel gelernt haben, enthält, wie Sie wissen, weitreichende Befugnisse, um übertragbare Krankheiten zu bekämpfen. Nach der bisher geltenden Gesetzeslage sind es im Wesentlichen die Länder, die in eigener Verantwortung über die Art und den Umfang von solchen Bekämpfungsmaßnahmen befinden. In der derzeitigen Krise mit einem wirklich internationalen und so dynamischen Ausbreitungsgeschehen, Infektionsgeschehen, ist es wichtig, dass auch der Bund schnell mit schützenden Maßnahmen reagieren kann. Und deswegen hat das Kabinett heute eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Die Bundesregierung soll in Zukunft eine epidemische Lage von nationaler Tragweite feststellen können. Die WHO hat eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite ausgerufen. Und es steht zu befürchten, dass eine bedrohliche, übertragbare Krankheit nach Deutschland eingeschleppt wird. Oder, anderer Fall, es droht eine dynamische Ausbreitung einer solchen Krankheit über mehrere Bundesländer. Im Fall einer solchen Feststellung können dann vom Bund Anordnungen getroffen werden, die zum Beispiel den grenzüberschreitenden Personenverkehr beschränken oder die Maßnahmen festlegen, wie man bei Einreisenden die Identität und den Gesundheitszustand feststellt. Außerdem kann dann durch Rechtsverordnung das Bundesgesundheitsministerium Maßnahmen ergreifen, um die Versorgung mit Arznei, mit Heilmitteln, mit Medizinprodukten, mit Produkten zur Desinfektion, zur Labordiagnostik sicherzustellen. Gleichsam kann das Bundesgesundheitsministerium dann in dieser veränderten Fassung des Infektionsschutzgesetzes Maßnahmen ergreifen, um die personellen Ressourcen im Gesundheitswesen zu stärken. Zum Beispiel, indem Pflegekräfte eingesetzt werden können, die dann bei der Bekämpfung des Krankheitsgeschehens mitwirken. Diese neuen Befugnisse allesamt enthält der Bund nur im Falle einer festgestellten epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Und sie sind immer zeitlich begrenzt, solange diese Lage fortbesteht. Der Bundesgesundheitsminister hat dann auch Maßnahmen zur Unterstützung der Krankenhäuser vorgestellt und das Kabinett hat sie beschlossen. Die Krankenhäuser bereiten sich ja derzeit darauf vor, dass die Zahl der Coronavirus-erkrankten Menschen, die auch eine krankenhausliche Behandlung brauchen, sich noch erhöhen wird, weiter erhöhen wird. Deswegen werden die Bettenkapazitäten erhöht, deswegen werden zusätzliche intensivmedizinische Behandlungsmöglichkeiten geschaffen. Umso wichtiger, die Finanzierung der Krankenhäuser sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass die Krankenhäuser liquide bleiben. Und dafür enthält dieser Gesetzentwurf nun ein Bündel von Maßnahmen. Die Krankenhäuser bekommen für verschobene, planbare Operationen und Behandlungen einen finanziellen Ausgleich. Sie bekommen ihn aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds und der wird aus dem Bundeshaushalt refinanziert. Für jedes Intensivbett, das die Krankenhäuser zusätzlich schaffen, bekommen Sie einen Bonus in Höhe von 50.000 Euro. Für Mehrkosten, die Sie haben, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung und so weiter, bekommen die Krankenhäuser vom 1. April bis zum 30. Juni dieses Jahres einen Zuschlag je Patient in Höhe von 50 Euro. Und das kann bei Bedarf verlängert und angehoben werden. Der vorläufige
Entschuldigung, der vorläufige Pflegeentgeltwert wird um rund 38 Euro auf 185 Euro pro Tag erhöht. Mit diesem Bündel von Maßnahmen stärken wir die Krankenhäuser finanziell, eine wichtige Voraussetzung, um die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Der Gesetzentwurf enthält nicht nur Regelungen für Krankenhäuser, sondern auch für niedergelassene Ärzte, also für die ambulante Versorgung. Niedergelassene Ärzte, Psychotherapeuten können ebenso mit Ausgleichszahlungen rechnen, wenn sie infolge der Corona-Pandemie Honorareinbußen haben. Gleichzeitig sollen die Mehrkosten, die sie durch die Versorgung von Corona-Infizierten haben, ausgeglichen werden. Und vor dem Hintergrund soll die Honorarverteilung zeitnah angepasst werden. Zudem wird die Finanzierung von außerordentlichen Maßnahmen, zum Beispiel wenn Fieberambulanzen eingerichtet werden, gesichert werden. So, jetzt noch die wichtigen Maßnahmen, um die Kurzarbeit, den Eintritt in die Kurzarbeit, die Kurzarbeitsregelung zu erleichtern, vorgelegt vom Bundesarbeits- und Sozialminister. Im Wesentlichen gelten für einen leichteren Zugang zum Kurzarbeitergeld jetzt folgende Regelungen. Wenn aufgrund schwieriger wirtschaftlicher Entwicklungen Aufträge ausbleiben, dann können Unternehmen Kurzarbeit beantragen, wenn mindestens 10% der Beschäftigten davon betroffen sind. Man kann verzichten auf den Aufbau der sogenannten negativen Arbeitszeitsalden, also Minusstunden, vor Zahlung des Kurzarbeitergeldes. Die Sozialversicherungsbeiträge, die die Arbeitgeber normalerweise für ihre Beschäftigten zahlen sollen, werden von der Bundesagentur für Arbeit künftig vollständig erstattet. Und auch Leiharbeitnehmer und Nehmerinnen können künftig Kurzarbeitergeld beziehen. So, und dann habe ich ein letztes, das tatsächlich nicht mit dem Thema Corona zu tun hat, aber das Ergebnis einer intensiven und langen Zusammenarbeit war, und auch ganz wichtig war in der Zusammenarbeit zwischen Justizministerium und Verkehrsministerium. Es geht nämlich um die Modernisierung des Wohnungseigentumsgesetzes zur Förderung der Elektromobilität. Das würde ich gerne auch noch kurz anbringen, dann bin ich nämlich durch mit dem Kabinett. Das Wohnungseigentumsgesetz stammt von 1951 und die Bundesregierung hat heute beschlossen, es zu modernisieren und insbesondere mit dieser Modernisierung den Ausbau der Elektromobilität zu fördern. Es geht einerseits um rechtliche Erleichterungen für Wohnungseigentümer und für Mieter, wenn die zum Beispiel bauliche Veränderungen planen. Und zum anderen geht es darum, dass die Verwaltung von Wohnungseigentümergemeinschaften effizienter ablaufen soll. Konkret, einzelne Wohnungseigentümer haben zukünftig grundsätzlich einen Anspruch darauf, dass der Einbau einer Lademöglichkeit für E-Autos gestattet wird. Genauso wie Aus- und Umbaumaßnahmen für mehr Barrierefreiheit, zum Einbruchschutz und für einen Glasfaseranschluss. Solche Maßnahmen brauchen zukünftig nicht mehr die Zustimmung aller Wohnungseigentümer. Auch Mieter haben künftig einen Anspruch darauf, dass Vermieter den Einbau einer Elektroladestation oder eben die besagten Maßnahmen zur Barrierereduzierung und zum Einbruchsschutz gestatten, auf Kosten der Mieter. Das ist das Wesentliche. Ich glaube, wenn Sie dazu Nachfragen haben, sind die entsprechenden Kollegen gerne bereit. Vielen Dank, Herr Seibert. Danke für die Geduld. Vielen Dank, Herr Seibert.